Herzlich willkommen bei Mix TV. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Silvia und ich koche hier jeden Montag 10:30 Uhr mit euch ein leckeres Gericht aus dem Thermomix. Heute habe ich mir die Parmesanknödel auf Tomatensauce ausgesucht, eines meiner Lieblingsgerichte, weil man kann das schön als Vorspeise, aber auch natürlich als Hauptspeise essen. Vegetarisch auch für denjenigen, der es gerne ohne Fleisch mag. Ja, die Zutaten blenden wir euch gerade ein. Schon mal soweit alles vorbereitet. Basilikumblätter gewaschen, vom Stängel abgezupft, Mehl für die Klöße, Wasser, Olivenöl, Zwiebel halbiert, die Chilischote schon mal grob zerkleinert, Parmesan, Zucker, die Fleischtomaten, die haben wir auch bereits überbrüht und geschält, also Schale entfernt, die drei Eier, drei Bio-Eier und Butter für die Knödel hinterher. Wir starten mit der Tomatensauce. Dafür holen wir erstmal die Chilischote, zerkleinern die. Fünf Sekunden. Stufe 8. Die muss ich jetzt noch mal. Schon klein geworden. Oh ja, absolut. Könnte man theoretisch natürlich auch mit dem Messer machen, aber wozu haben wir den Thermomix? Und wozu haben wir vor allem unseren Mixspatel, Genau, um das da mit dem, was rauszubekommen? man natürlich auch wunderbar entfernen kann. Den bekommt ihr So. exklusiv bei uns im Mixshop. Mix-shop.de ist da eure Adresse. Der Mixspatel und viele weitere sehr, sehr nützliche So. Zubehörartikel rund um den Thermomix. Ausspülen, bevor ich jetzt die Zwiebel zerkleinere. So, die Zwiebel habe ich auch schon geschält und halbiert. Den Schritt kennt man auch. 3 Sekunden, Stufe 5. So, die schiebe ich dann auch wieder mit dem Spatel nach unten. Diesmal aber wirklich Parmesan, ne? Nicht wie vor ein paar Diesmal ist es Wochen, wirklich Parmesan, genau. der Ich habe hier auch Pecorino. schon 100 Gramm Olivenöl vorbereitet, die wir insgesamt benötigen. Hier für die Zwiebel anzudünsten allerdings nur 20 Gramm. Ein bisschen geht noch. So, 20 Gramm. Zwiebel dünsten wir jetzt an. 4 Minuten, 120 Grad. Stufe 1. Haben wir jetzt einen Moment Zeit. Das ist übrigens auch ein Rezept, was wir in einer Mix-Spezialausgabe, die wir Ende Oktober in den Handel bringen, herausbringen werden. Und zwar feiern wir ja im November 5 Jahre Mix. Vor 5 Jahren im November ist unsere erste Ausgabe erschienen, wo wir total stolz drauf waren und auch heute noch sind. Wir waren ja die Ersten, die ein Thermomix-Magazin herausgegeben hat, die erste Zeitschrift, die auf den Markt kam. Und wir haben uns gedacht, das müssen wir natürlich feiern mit euch, mit den Abonnenten und auch mit unseren Leserinnen und Lesern, die uns im Handel alle 2 Monate erwerben. Und dafür haben wir jetzt eine Spezialausgabe zusammengestellt. Wir haben 5 Jahre Mix, die besonderen, die besten Rezepte aus diesen 5 Jahren zusammengestellt, legen auch noch eine kleine Überraschung oben drauf. Die Abonnenten können die bereits ab Anfang September auch bei uns im Shop bestellen. Das wird alles in der neuen Mix, die Anfang September erschienen ist, dann auch bekannt gegeben. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich diese Zeitschrift kaufen werdet, weil ich denke mal, das ist einfach ein besonderes Ereignis. Und ja. Hättest du dir selber gedacht, dass 5 Jahre so schnell vergehen? Ich meine, Nein, das ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt nicht. Also es ist schon verrückt, was denn, wenn man auch mal so, ich habe natürlich jetzt die letzten 5 Jahre auch nochmal durchgeblättert, wenn man da mal die Entwicklung auch sieht.
seit dreieinhalb Jahren arbeiten wir jetzt ja hier auch im Studio mit einem Food-Fotografen zusammen. Das ist natürlich auch eine ganz andere Basis. Wir haben ja mal ganz anders gestartet auch. Das sieht man auch an den Fotos. Aber da sind wir, denke ich mal, mittlerweile auf einem sehr guten Level. Und das macht halt auch total Spaß, wenn wir hier unsere Shootings haben, die Rezepte zusammenstellen, zusammen hier kochen mit einer Food-Designerin und die es entsprechend auch anrichtet und dann auch vom Profi auch fotografiert wird. Aber das sieht man ja auch in der Zeitschrift, dann auch in der Ausgabe. Ja. Ja, man muss auch sagen, also so wie die Mix gewachsen ist, auch in der Community mit euch da zu Hause, ja, die ja auch letztes Jahr bei unserer ersten Mixmesse war, das genau. War ja auch ein ganz, ganz großer Schritt für uns. Ja. Sehr, sehr aufregend für uns alle. Ja, total. Weil das völliges Neuland war und wir wissen, ihr hattet Spaß, es gab natürlich auch Verbesserungsvorschläge, na klar. Und wer weiß, wir haben es halt einfach mal gemacht. Ja. Ne? Man muss auch einfach mal starten, um zu sehen, was kann man verbessern, was kann man anders machen, was muss man anders machen. Aber ja, wer weiß, ob es im nächsten Jahr vielleicht auch wieder etwas Ähnliches geben wird. Ja. Wir werden sehen. Aber so ist es ja auch mit MixTV. Ne? Wir versuchen einfach mal was und dann gucken wir mal, was funktioniert nicht. Genau. Und ja, sind natürlich auf euer Feedback auch da immer angewiesen und freuen uns ja auch, dass ihr uns rege Feedback schreibt zu MixTV, aber eben auch zur Zeitschrift. Zu unseren Mix-Specials. In der vergangenen Woche ja was aus dem All-in-One-Special gekocht. Ja. Diese Woche was aus einem, was noch rauskommt. 5 Jahre Mix. Ja. Ich bin ja nur ein kleiner Teil davon. Ne? Aber trotzdem fühle ich mich... Ein ganz wichtiger. Zugehörig. Ja, zugehörig. Fühle mich zugehörig. Die Mix-Familie. Ja, genau. Ich bin Teil der Mix-Familie geworden. Und das freut mich wirklich sehr. Also ich finde das, find das wunderbar, auch mit euch zu kommunizieren. Also wenn ihr mal irgendwie was habt, was nicht ganz rund läuft oder so, schreibt eine Mail, service@mix-online.de. Genau. Ruft an. Wir finden für alles eine Lösung, das ist das Schöne und wir arbeiten hart daran, dass wir für alles eine Lösung finden. Deswegen, wir sind für euch da und ihr für uns und deswegen freue ich mich drauf, was jetzt gleich hier bei unserem neuen Gericht rumkommt. Wir haben noch knapp 40 Sekunden und auch hier wieder, ne, wie wir es auch so oft schon hatten in unseren Ausgaben, viele Farben, grün, rot, ja, gelb quasi durch den Käse. Aber ich freue mich drauf, Silvia. Ich mich auch. Schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Ja, hier werden wir gleich entsprechend die zerkleinerte Chili und die Tomaten dazugeben und das Olivenöl. Und dann wird die Soße dann auch eine gute halbe Stunde dann auch schön köcheln, dass sie schön sämig ist hinterher, ihren Geschmack voll entfalten kann. Und da haben wir Zeit, entsprechend auch noch etwas anderes zu tun. Das ist ja das Schöne am Thermomix, dass wenn der arbeitet, wir dann Zeit für andere Dinge haben. 8 Sekunden Abkühlzeit. Ja, 8 Sekunden, wie immer. Hä? Wir kennen das ja schon. Ja. Du kennst das schon. Ich kenne das schon. Und du hast es geschafft. So, der Thermomix auch. Ja, da kommt dann jetzt die Chilischote dazu. Übrigens, bei der Chilischote hat mir eine Kollegin erzählt, ich dachte ja immer, es sind die Kerne, die die Chilischote so scharf machen, aber sind nicht die Kerne. Es ist die Haut, die innen drin ist. Also das ist das Scharfe an der Chilischote. Also die Haut? Die habe ich dann auch entsprechend rausgemacht. Wenn man es lieber gerne ein bisschen schärfer hätte, kann man die Haut, ja, das Häutchen. Wie bei der Paprika auch, ist auch so ein Häutchen. Dieses Weiße? Ja, ich kann es gleich mal zeigen. Ich habe noch eine Chilischote da. Okay, kann ich mach gleich mal bitte. Zeigen. Weil ich dachte nämlich auch immer, es wären die Kerne. Wir haben ja auch vor ein paar Wochen hier auch. Das sind nicht die Kerne. Als Annemarie da war von der Edition Lempertz, haben wir auch lauthals proklamiert, dass die Kerne schuld sind an der Schärfe. Gut. So, das restliche Olivenöl zugeben. Mal gerade schauen. Das sind. Jeden Montag 10.30 Uhr hinter Silvia, seht ihr es gerade eingeblendet, gibt es neue Ausgaben von MixTV. Natürlich immer auf Abruf. Ja. Wir bekommen immer noch die Frage, warum denn um diese Uhrzeit? Und muss ich das live sehen? Nein, musst du nicht. Schön ist es natürlich immer. Ne? Ich meine, ihr seid dann sofort dabei, aber ihr könnt das immer nachkochen und dann auch gerne mal anders machen. Das Ganze 10 Minuten. 10 Minuten, ja. Ich habe jetzt das restliche Olivenöl und die Tomaten, die wir schon gehäutet und zerkleinert hatten, dazu getan. 10 Minuten, 100. Na, warum macht er das nicht? Das ist das, ne? Wenn da so ein bisschen Flüssigkeit auf diese. Auf das Touch kommt. Ja, war jetzt ein kleiner kommt, Film. Das kennt er ja. Auch vom Olivenöl. Handy oder sowas. Also das passiert mal. So, 10 Minuten, 120 Grad, Stufe 1. Und anschließend wird die Temperatur dann nochmal reduziert und dann wird das Ganze noch circa eine halbe Stunde köcheln gelassen. Ja. Dann kommen wir gleich nochmal dazu. So, wir haben noch wenige Sekunden, bis wir den Messbecher abnehmen. Wir können auch schon mal gucken, wie es aussieht. So. Oh ja.
Ja, es wird. Es wird, ja. Es dauert natürlich noch ein bisschen, aber wir hatten eben die Temperatur von 120 Grad und jetzt stellen wir noch mal 30 Minuten. Na, 30 auf 80 Grad. Das Ganze für 1. Danach würzen wir es mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker und dann ist die Soße soweit fertig. Basilikum wird noch runtergehoben und dann gehen wir an die Knödel. Sehen wir uns gleich wieder. So, die halbe Stunde ist fast um. Die Abkühlzeit ist auch vorbei. Wir nehmen das Garkörbchen. So, es ist mal fertig. Du hast das jetzt Pause. Das riecht gut. Ja. Ja. Auch erstmal ohne Großgewürz. Muss ein bisschen Gewürz dran. Ja. Und zwar, also ich würze jetzt auf jeden Fall mal mit Salz und mit 2 Esslöffeln Zucker. Denn wir wissen ja, wenn Säure, dann auch Süße. Genau. So. Die Tomatensoße fülle ich jetzt um. Und wasche den Mixtopf aus. Ist noch ein bisschen was drin. Bevor wir dann an die Parmesanknödel gehen. Verbindest du ja wirklich 2 Sachen, die ich gerne habe. Mit Knödel und Parmesan. Ja. Das ist auch eine meiner Lieblingszutaten, Parmesan. Wenn wir denn auch Parmesan benutzen und nicht Pecorino, ne? Genau. Pecorino machen wir dann beim nächsten Mal. Ich habe es ja schon mal erzählt, ich lebe ja vegetarisch. Tatsächlich koche ich auch oft vegan, ja. Aber ich kann mich von Käse nicht trennen. Ja, ich kann mich von Käse einfach nicht trennen. Das würde mir auch sehr schwer fallen. Und ja, ich habe in irgendeiner Reportage mal gesehen oder gehört, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber Wissenschaftler sollen das belegt haben, dass Käse im Gehirn die gleichen Regionen anspricht wie Heroin. Käse? Ja. Echt? Und deswegen neigen Menschen dazu, zu Käse sehr schnell, oder auf Käse sehr schnell mit Suchtverhalten zu reagieren. Und deswegen ist es auch so schwer für die, also vom Kopf her, den Käse wegzulassen. Mhm. Und das ist tatsächlich, also ich weiß nicht, ob das stimmt und ne, muss man immer mit Vorsicht genießen, aber ich liebe Käse einfach. Ganz besonders muss ich sagen, tatsächlich so Parmesan. Aber auch, was ich auch ganz gerne habe, ist sonntags aus Brötchen Schimmelkäse. Also Gorgonzola. So Gorgonzola, aber so gerne was Bayerisches ja auch mal. Aha, ne? Also finde ich schon. So, Parmesan, um mal wieder zu den wichtigen Dingen des Lebens zu kommen. Ja, ist ja gut, ich finde nicht zu viel. 125 Gramm, ich habe den schon so weit vorbereitet, grob zerkleinert. Ja, du hast ja schon gesehen, ich kann es auch gleich nochmal wiegen, aber war ja auch anders, okay, es hat gestimmt. So, den werden wir zerkleinern. 5 Sekunden, Stufe 8. Ja, das ist laut, aber das kennt ihr ja. Das ist ja Gott sei Dank immer nur kurz. Aber es sieht wie immer gut aus. Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Für gut befunden? Ja. Ja, Silvia. Mal schön ausspülen. 5 Jahre Mixed, das ist das Mix-Special, aus dem wir dieses Rezept jetzt kochen. Bald für euch im Handel erhältlich. Und wenn man ihr schon. Man kann es jetzt schon vorbestellen. Man kann es jetzt vorbestellen, mix-shop.de. Ja, genau. Meine Frage der Woche an euch ist aber: Was ist euch bei 5 Jahren Mix am meisten in Erinnerung geblieben? Also wirklich auch mal mit euch, also wenn ihr schon länger dabei seid, gibt es eine Ausgabe, wo ihr sagt, so das, boah, das war die genialste Ausgabe, die wir jemals rausgebracht haben. Was ist euer Lieblingsmix? Genau, welche Ausgabe hat euch am besten gefallen? Das wäre nochmal eine Frage. Ja. Finde ich gut. Dann nehmen wir Silvias Frage. Welche Mix-Ausgabe aus 5 Jahren Mix hat euch am besten gefallen? Sind wir gespannt drauf. Schreibt es in die Kommentare unter dieses Video, Facebook, YouTube.
Schreibt es uns auch gerne bei Instagram. Ach, wir können auch gerade eine Verlosung daraus machen. Wenn ihr uns schreibt, wir verlosen dann 3 von unseren Mix-Spezialausgaben. Wäre doch eine super Geschichte, oder? Das haben wir nicht abgesprochen, ja, aber... Nein, es war nicht abgesprochen, aber okay. Wir sind ja flexibel. Also 3 Mix-Spezialausgaben der heutigen Ausgabe. Genau. Okay, alles klar. Also, schreibt hin, welche Mix-Ausgabe war eure Lieblingsausgabe? Natürlich. Ich fasse das nochmal zusammen. Schreibt in die Kommentare, welche Mix-Ausgabe aus 5 Jahren Mix ist eure Lieblingsausgabe. Und dann losen wir 3 glückliche Gewinnerinnen und Gewinner des Mix-Spezials 5 Jahre Mix aus. Viel Erfolg. 150 Gramm Wasser. 180 Gramm Butter. Was haben wir noch? Salz. Prise Zucker. So. Das wird jetzt erstmal zum Kochen gebracht. 5 Minuten. 100 Grad. Stufe 1. Anschließend kommt das Mehl dazu. Wird mit dem Mehl vermischt. Dann muss die Mehlmischung kurz abkühlen. Dann kommen die Eier dazu. Und dann können wir fast schon mit den Parmesanknödeln anfangen. Okay. Der Parmesan natürlich kommt auch noch hinzu. Ja, klar. Und die Basilikumblätter nicht zu vergessen. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine kurze Pause und kommen dann gleich zum nächsten Schritt dazu. Genau. Bis gleich. So. Hat jetzt ein bisschen abgekühlt, hat immer noch eine leichte Temperatur, aber so passt es jetzt. Dann setze ich den Deckel wieder auf und setze den Mixtopf wieder ein. Stelle das Ganze auf Stufe 5. Das hier. So, und dann werde ich nach und nach die Eier zurücken. Noch ca. 30 Sekunden nachlaufen lassen, damit ich das Ganze auch schön verrühren kann. Also ist wichtig, dass man die Eier auf Zimmertemperatur hat, oder ist das egal? Ich würde sie vorher rausnehmen, okay. Dass sie gerade so ganz kalt aus dem Kühlschrank kommen. Okay. So, jetzt schauen wir mal nach dem Teig. Sieht doch schon gut aus. In der Zeit kann man auch schon mal einen Topf mit Wasser erhitzen, mit Salzwasser erhitzen. Und weil da kommen ja gleich die Parmesanknödel rein. Da schaffen wir gleich die Parmesan. Da schaffen wir gleich die Knödel rein, genau. So, da ist sie wieder. So, jetzt machen wir erstmal hier das fertig. In dem Teig fehlt jetzt noch der Parmesan, den haben wir eben schon zerkleinert. Wollen wir gerade schauen, ja. Und die Basilikumblätter kommen auch hierzu. Ich freue mich sehr darauf, das zu probieren. Das riecht total gut. Das werden wir jetzt noch mal kurz vermischen. 10 Sekunden, Stufe 5. Teig fertig. Ja, das sieht gut aus. Oh, es riecht auch gut. Mein Gott. Riecht auch gut. Ja. Parmesan, Basilikum. Ja, perfekt. Perfekte Kombi. So, 2 Löffel sollte man vorbereiten. Und ich habe auch schon meine Schüssel ein bisschen hingestellt. Ah ja, ein paar Eiswürfel mit Eiswasser, damit die Knödel sich gleich immer gut von den Löffeln lösen lassen. Weil die abstechen. Mhm. Ich einen abstechen. Ja, aber wir wissen, was du meinst. Wir stechen die Knödel ab, genau. So, also Eiswasser. In den Topf. Das Wasser ist erhitzt, es sollte nicht kochen, weil sonst zerfallen die Knödel. Ich auf die andere Seite. So.
Da machst du quasi so Nocken. Genau. Und die brauchen auch nicht so groß sein, weil die gehen nämlich gleich nochmal auf. So. Dann immer so schön abstechen. Ja. Die Form nach Gusto. Ist ja auch schön, wenn es Hans gemacht. Hans gemacht. Wenn es Hans gemacht ist, Hand gemacht. Auch mal eine neue Variante, so. Genau. So. Na gut, wenn es von Hans gemacht ist, ich meine, haben wir ja schon gehört, einige nennen ihren Turm Hans. Hans hat es Hand gemacht. Ja. Genau. Ja, oder euer Mann heißt Hans, keine Ahnung. Hans dann. Genau. Hans hat es Hand gemacht. So. Ja. Sag das dreimal schnell hintereinander. Heute mache ich es. So, sieht ja fast wie geübt aus, ne? Als ob du schon öfter gemacht hättest. Na, so oft nicht. Aber durch das eiskalte Wasser ist natürlich, können wir lassen die sich auch gut Oh, sehen gut aus. Die sehen gut aus. Ja, und die schmecken auch lecker. Ich habe es ja schon probiert, ich weiß schon, wie es schmeckt. Da bist du uns immer einen Schritt voraus, ne? Ja. Naja, gut, ich kann ja hier nichts machen, was ich nicht schon vorher geprobiert habe. Ach du, es gibt Menschen, die haben bei Kochshows mitgemacht hier. Ja. Die haben das vorher nicht gekocht. Meinst du dich damit? Vielleicht meine ich mich damit, ja. Wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, wenn ihr davon wissen wollt. Dann erzähle ich ein bisschen. Aber ja, oh, da wäre doch mal schön. Dann wäre ich wieder von Silvia unterbrochen, weil ich wieder zu viel quatsche. Oh. Ja, nein, ich nur schon wenn schwer. Ich dann weitermachen möchte. Wenn es im Rezept weitergeht. Ja, okay. Dann schon. Also, die reichen auf jeden Fall für 4 Personen, diese Anzahl hier, die wir hier gemacht haben. Ja, definitiv. Mit der Menge. Obwohl, das Gute bei Parmesan ist ja, von der Fülle, die es in deinem Bauch macht, geht es ja, ne? Also, es ist ja noch ein recht... Ich habe es bisher nie auf den Parmesan geschoben. Ach so, sondern auf die Eier. Ich finde, Parmesan ist ein schön leichter Käse. Ja? Mit dem kann man lange und viel Spaß haben. Ja, also Parmesan das kann man ja wirklich sehr, sehr vielseitig einsetzen. Ja. Nicht nur zur Pasta. So, soll man einen machen? Ja, wenn es passt. Mit Teig, ne? Gibt es das noch her. So, einer geht noch. Ja, auch hier in König Winter muss man sagen, am Fuße des Drachenfels merkt man die Corona-Krise deutlich, weniger Touristen unterwegs. Ich habe mir sagen lassen, hier ist auch sehr viel los sonst. Aber ab und zu schauen natürlich schon immer Leute. Wollte gerade sagen. Hier, ne? In unsere Küche. Also wollten sogar schon Gläser kaufen und Vasen, alles, was wir hier so in der Showküche zum Ausstellen haben oder auch zur Deko brauchen. Hätten wir schon verkaufen können. So, ja. Das braucht jetzt ca. 12 bis 15 Minuten, je nach Größe der Nockeln. Aber das sieht man auch, wenn die entsprechend auch gegangen sind, entsprechend an der Oberfläche schwimmen und sich auch deutlich vergrößert haben. Da sollte man einfach einmal einen testen. Und ja, wir warten jetzt noch ein paar Minuten und dann richten wir es gleich mit der Tomatensauce an. Und dann werden wir auch dann schon fertig. Hat ein bisschen länger gedauert, ist ein bisschen aufwendiger, aber vom Geschmacklichen her, ob Gäste oder Familie, werden es euch mit Sicherheit danken, wenn ihr denen das mal zum Testen gebt. Die Parmesanknödel sind fertig. Das sieht auch wunderbar aus. Und schön gezogen. In heißem Wasser. Und nicht kochen lassen. Jetzt würde ich mal 2 anrichten. So. Dann mit der Tomatensauce. Die habe ich auch nochmal abgeschmeckt. Salz und Zucker. Basilikumblatt serviert, genießen. Jetzt bin ich gespannt. Und da ich ja gerne probieren möchte, möchte ich euch das nicht vorenthalten, wie das schmeckt. Die sind wunderbar luftig, fluffig.
Sehr gut. Schmeckt super. Ja. Sehr schön. Euch noch eine schöne Woche. Probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, ist ein bisschen aufwendiger, aber das Ergebnis ist einfach perfekt. Schöne Woche, alles Gute, bis dann. Tschüss.